Nächstes Kapitel, spiel Speicher drauf. Und du schreibst dir heute halt jetzt ein. Ja, das ist das Ding. Sonst müssen wir das Ganze nochmal proben. Okay, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Das ist vielleicht deine Meinung. Ja. Oh. Ah, Vicky hat meinen guten Wein angerissen. Wir haben nur guten Wein. Nein, wir haben den besten gekauft. Besten vom Besten. Ah ja, ich hab schon beschlossen, ich will mal einen Weinkeller besitzen. Ich weiß sogar schon das Zimmer dafür. Schön. Video. Ja, wir sneaken uns jetzt raus aus dem Zypern. Sneaken wir viel. Wir sind ganz schön erschöpft. Aber wir sneaken einfach dezent weiter. Zur Laterne. Zur Laterne. Vielleicht ist dort Ruhe. Ah, nein. Man kann sie nur rumschieben und wieder aufmachen. Wir sneaken einfach weiter. Ja, und der Hort ist etwas bei jeder Linie. WAW, das sind die Horden. Entschuldigung, Dankeschön, Mister. Ich muss bitte an. Okay. Ich muss mal nicht mehr da oben, mein Städtchen. Ja, okay. Oh, eine Spritze. Energie. Gesundheitsspritze. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, ein schönes Buschwerk. Gut, ja. Ich schätze, dass wir nicht wieder in den Typen reingehen. Was sind? Nein, ich glaube, von dort sind wir gut. Nein, da bist du hergekommen. Ja, du solltest du die Brust vielleicht einmal irgendwo hinschauen. Oder? Ja, ja, wohin gehen wir? Oh, da geht's nicht weiter. Oh, voilà, da geht's doch weiter. Sneaken wir mal lieber. Wer weiß, was da für Gefahren auf uns warten. Ja, du Assassin. Du Assassin. Ja. Weil er immer Assassin's Creed. Cool. Ich muss ja zusammen. Ob er erwähnt, dass die englische Aussprache herrlich ist? Ja. Das passt. Das würde ich nur sagen, wenn ich. Verstehe nicht einmal. Oh, da geht's ja weiter. Oh ja, das sind Leichen, die kannst du nicht mehr treten. Kann man die wegtreten? Zieht's an. Oh. Ist gescheiter. Prost. Warte, da geht noch hier noch. Fix, jetzt hast du gleich alle anzünden. Jetzt stehst du nicht mehr auf. Prost. Gut, ja. Prost, Prost, Kinder. Prost. Prost. Zeig es dir auf, da. Ah ja, das ist unser erstes Let's Play. Ich hab mir gerade angeschüttet. Gut, dass du das in der siebten Folge oder so sagst. Jo. Ich hab mir gerade angeschüttet mit Weißweinschorle. Scheiße Spritzer, verdammte Scheiße. Das ist nur für unsere deutschen Freunde. Aha. Hallo Gronk. Wir agieren ja international, oder? Ja. Wir waren schon mal in Deutschland wacken. Dieser, voll cool. Dieser Mann ist nicht unser offizieller Sprecher. Ein Kontrollpunkt. Für etwaige Rückfragen kontaktieren Sie bitte unsere Pressestelle. Nee, wir sneaken einfach weiter und schauen Sie das an. Ich glaube, da gibt es nichts. Was der Lugasch sagt, entspricht nicht der allgemeinen Meinung. Das denkt er mir, sagen Sie ein neues Arschloch. Sollten stimmt das überein. Er hat nur mich in der Hand. Jetzt beruhigen wir uns einmal. Schauen wir mal, was du bist. Du bist der Metal Gear Solid, schlaf! Ich beruhig dich gleich. Was für mich hat ein Mutterwitz hat er zum Rennen. Alter, fick dich mit deinem Mutter. Lass alles raus, Junge! Der Mutter lässt dich alles aus. Nach einer Zeit lutschen, der echt. Ja, deine Mutter lutscht! Das sind die Folge oder so. Ach Gott. Der war jetzt auch. Schlecht tief. Alter, wir haben schauen wir, ob wir Waffen upgraden können. Ja, Oh, ein Kartenfragment. Elk River Village. Yeah. Und wo kann man sich Karten anschauen? Kann man nicht. So, da, wieder was zum Lesen. Es geht sicher ein. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Mira Hansen ist ein echter Kracher. Ist ein echter King. Zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau. Ich muss aufpassen, sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Da haben wir natürlich auch selbst dabei ertappt. Ja, der hat wahrscheinlich viel masturbiert, oder? Ja.
Ja, aber es sei das der Dings, dass das im 2004er Jahr spielt. Auf jeden Fall, ja. Oder ist es einfach immer solche Rucksäcke? Ich glaube, das sind Rückblenden. Das sind Rückblenden. Das sind die Blenden der Rückblende. Rückblendceptions. Ja. Die Blenden im Rückspiegel. Flashbackception. Ja, das ist so ein Arschloch, der hinter dir mit Fernlicht fährt, das ist eine Rückblende. Gesundheit. Bist du jetzt wieder eingesperrt da? Ich bin schon wieder da. Mach mal auf. Schau mal, was passiert. Nein, jetzt hast du einen Schlüssel gekriegt, das darfst du jetzt selbst schon selber aufmachen. Oh ja, so. Das könntest du mir abholen dann. Ja. Du musst einmal speichern. Nein, ja, speichern könntest du mir. Ja, ich will, aber. Schreib die ein, oder? Ich will mich einschreiben. So, ist eh einschreiben. Ja. Junge X. Ja, das schreiben wir uns gleich ein. Ja. Annehmen. Ja, ja, ja. Verschissen. Jetzt warten wir ein bisschen, bis du. Ja, was? Danke. Perfekt. Danke dir. Great, ja. Tschüss. Grade me up before you go go. Munition war die Metall. Upgraden! Upgraden ist angesagt, Freunde. Freunde der klassischen Volksmusik. Waffen. Kritisch. Kritisch? Ja, Munition oder so. Kritisch. Kannst du da irgendwie Gesundheit upgraden oder sowas zum Beispiel? Oh ja, Fitness. Fitness. Maximale Sprintdauer, Lebensanzeige. Hey. Das Maximum der Lebens. 2000 brauchst du. Hey, kritisch gibt man sie leisten. Kritisch gibt man sie leisten, sagst du. Ne? Ja, Streichhölzer, ja. Also Nein, jetzt ja, musst du die Leute verbrennen. Mein Gott, Alter. Kritisch. Na, auf, kritisch. Geh mal auf, du kannst lieber für die Fenster. Dann, aber wir können das scheiße kritisch. Ich soll echt das mal kritisch nehmen. Hopp. Oh, was haben wir da nochmal? Oh, kritisch. 1500? Wir könnten einfach nichts upgraden. Oder? Ja, genau. Ja, scheiße, wir sind so cool, dass wir nichts upgraden. Das, danke, wir graden noch auf. Bei Level 15. Ja, muss ich eben. Schauen wir mal weiter. Da ist gleich wieder Spiegel. Ja, ja. Oh, da gehen wir mal rein. Hopp. Zwei köstliche. Köstliche. Ja, ja, wir nehmen uns auch für auf andere so. Oh, Flaschen. Und ich glaube, da sind irgendwo Zombies, Freunde. Irgendwas. Gehen wir weiter ins Haus, nicht ja, aus zu wieder. Nein, ich will mal schauen, wo man noch hinkommt. Oh, man kommt aus, ja. Da bist du reingekommen. Echt? Ja. Ne, deswegen gehen wir wieder da rein, weil es ja, du bist aus. Jetzt bist du aus. Da reicht was links und rechts am Tisch. Ja, eine Flasche. Ich habe eine in der Hand, Fred. Nicht so laut, die Leute hören sie nicht aus. Da ist Munition. Bitte. Nein, Streichholz. Ja, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Du hast eine Flaschen. Er hat eine in der Hand. Sei leise. Aber du hast noch eine. Pass auf, das ist eine Bombe. Hast du zwei Hände? Den kannst du einschärfen. Hey, es ist ein Captain Morgan. Aber du hast noch eine Chance, gell? Ach so? Ja, das ist eine Umdrehung. Wie steuern wir das? Mit X. X, wenn du blau bist. Oh! Oh! Tja, das war's. Ey, er lebt noch. Ja, bist du behindert. Nimm dir die Spritzen. Da entschärfen wir noch eins. Nimm die Spritzen. Wie geht das? Nein, nicht in die Spritzen. Oben zu. Nein, da hebt man sie auf. Oder? Ja, entschärfen noch eins. Entschärf noch eins. Wenn du es schaffst, dann darfst du die Spritzen. Da drüben ist noch eine. Passt, ja. Nein, schau mal, wenn das kommt, weil. Hey, was ist da? Vielleicht ist es weg, was wir vorher haben müssen. 2000, jetzt haben wir die 2000. Geht die linke Lade auf? Nein. Ja, würdest du das lassen oder was? Du! Du! Okay. Oh! Ah! Es tut verzögert, Alter! Nein, du bist nicht. Stell dir vor, dass jetzt die Spritzen verschwendet, Alter. Es ver. Dann darf ich noch immer leben. Ja. Es verzögert, Alter. Es verzögert. Oh, Spritze. Oh! Es müsst ein bisschen frischer drucken, weil es läuft nur weiter, wenn man druckt hat. Ist gut zu wissen. Und der Reaktion ist auch zum Scheißen. Nein, Freunde, jetzt hat der Ralf dran. Nein, der Ralf ist nicht. Bam, 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 bam. Der Ralf ist dran. Hey, gut, wir haben ihn eingeschrieben, Volker. Der schreiste Buch. Zwicke die Löffel, oder? Wichtigste Bang hat das 2012. Was? Sag die Love Love, die wichtigste Band im Hardcore 2012. Okay, das war's. Was darf da noch schimpfen? Oberdorf, das ist die Ortschaft ohne Herz und Sinn.
jetzt gehen irgendwie anders die Leute nicht. Den Schneider? Nein. Nein. Ja, sei leise, hörst du. Sorry, wir sind seriös, Alter. Wir sind seriös. Ich erzähl dir das auch schon. Nooooooo! Buschkaka! Buschkaka! Ah, der Homo macht kaputt, Buschi! Jeff fängt die an, die Bombe, Junge! Ich glaub, wir werden so viel... Was auf euer Bad? Kaputt! Wir werden so viel Sachen um. Ja, Sachen, was denn denkst? Wir werden von Jungs verkloppt für eine Schmissflaschen. Na geil! Passt! Applaus, Applaus, Alter! Applaus, Applaus! Für deine Wort! Nein! Einfach nur nein! Nah. Das ist halt und so cool! Sei leise, ich muss so hängen, da ist was! Es redet, das ist kein Zombie! Leg ins Bett! Oh! Sneaky Bastard! Wenn es Ketchup hätte und so, gell? Was muss ich noch machen, oder? Metal Gear Solid! Metal Gear Solid! Bam, 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 bam! Bam, bam, bam! Snake! Liquid! Metal Gear, Alter, nicht irgendwas. Hier kannst du immer einen Ratz im Warum, Alter. Hey, hey, hey. Ich bin keine Fontaine. Ich bin Doktor. Kann er nicht schießen, ich hab keine Munition. Dr. Wohle, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlegt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Lösch? Ich habe ihn vorlaufen sehen. Aber kommen Sie hier. Aber bitte leise. Leise, sneaky Junge. Sneaky Lulz. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Was? Die sind hier überall. Kannst du nicht umschauen? Ich bin ein ganz dichter Mann. Gott! Sind so viele, um sich dort zu schießen. Ja, vor allem ohne Munition. Sie sind der mit der Waffe. Kann sie mal. Hey, Typ mit der Waffe. Sneak mal voll durch. Du wirst sterben. Wie hoffst du? Und an der Stelle werden wir noch ziemlich lang spielen, glaube ich. Yep. Ja! Okay. Und überhaupt, wenn man ziemlich lang im ganzen Spiel spielt. Du bist ein Wesen. Nur wenn man nicht unten sein. Das ist jetzt sehr schön. Abscheuliches Ding. Da ist eine Kurve. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Erst, ich glaube, du musst X suchen. X. Was ist der X? Okay, aber wieso. Alter, wieso ich beschützen? Erst G. Dafür, dass du das gesagt hast. Weggo! Für den Glauben, Junge, dass du das Band wieder in Spiel ist. Danke!